Und damit herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Wir haben hier einen Bruchteil jetzt alles gequatscht und erledigt und ja, wir gehen mal ins nächste Gebiet. Ja. Ich bin's jetzt. Ach, in die Ettenöden geht's jetzt. Alles klar. Sammlererfahrung, um auf höhere Level zu kommen. Das ist logisch. Diese Höhle stinkt nach Trollen. Aber die Sümpfe erstrecken sich über viele Meilen. In diesen zerklüfteten Felsen und Tälern kann man leicht etwas übersehen. Schon der Geruch sagt mir, dass wir einen Trollunterschlupf gefunden haben. Also mockt's hier anständig. Dann wollen wir mal ein bisschen durch die Gegend hier spazieren, schätze ich mal. Ja. Macht euch bereit! Orks nähern sich! Wax. Aua. Gibt's ja auf die Fresse. Da gibt's einen auf die Fresse. Ganz einfach. Hier so eine auf die Fresse, ey. Ihr Kopf ab und so, ne? Gibt der immer noch? Nö. Sah so aus, als wenn der noch lebt. Ändern kann man hier nichts. Ah, eine große Feder, das ist mal gut. So, da. Ihr wollt oder aufs Maul, könnt ihr gerne haben. Hier, so hier. Da lebt doch. So, jetzt nicht mehr. Du kommst hier mit deiner scheiß Armbrust. Ja, da ist er. Kopf ab und so, ne? Ach, was bist du denn? Ah, der lebt noch, der lebt noch. So, jetzt nimmer. Der lebt, hat er noch gelebt, das sehe ich nicht. Nö. Knick, knack, Ärmchen ab, würde ich da mal sagen. Hier, ich nehme natürlich wieder alles mit. Lass hier nicht liegen. So, wo waren wir denn? Wenn es ein bisschen ruckelt, ich nehme das gerade mit einem anderen Programm auf, was ich sonst eigentlich nie verwende. Also, dann nicht böse sein. Och, was wollt ihr denn alle, ey? Geht mal Heme. Ihr könnt doch eh nix. Ich will die Kiste da haben. Ich will das ganze Zeug hier allgemein hier drin haben. Der lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. Hatte Kopfschmerzen, ja? Aha, irgendeine Blüte? Der handelt hier mit Falschgeld. Geh mal weg, Alter. Geh mal weg, Alter. Wo steht das Ding? Ich will hier alles haben. Ich lasse hier nicht liegen. Einsammeln? 2 von 5. Okay. Kiste. Ja, mal ausplündern, wa? Kann man dann mal gucken, was da alles drin ist. So, hier ist bestimmt noch was. Sag ich doch. Eins. Hier ist was für ein Zwerg. Eine Goldnacht. Goldnuggets. Chicken McNuggets. Och, Alter! Ich. Du stehst im Wege wie so ein Gartenschlauch. Oh, hier, die beiden haben fast versehen. Ich fasse es ja nicht. Sagt er und grinst alleine. Das war jetzt auch so schwierig. Ach, guck mal hier, noch mehr Kisten. Guck mal, ich hol mir euer Schreiben.
auf Essig. Was wollt ihr? Ach so? Hätte ich jetzt nie gewusst. Manche halten zwei finale Schläge aus, manche aber nur eine. Alter, was ist das für ein Fettsack? Jetzt muss ich mal hier so auf Kopf kriegen und so, ne? Hier so. Yeah. Level up. Warum? Weil ich's kann. Wo ist der Hammer der Nebel, des Nebelberg? Okay, zack. Was ist hier, kleinen Arschlöcher denn, ne? Wo geht das mal nicht? Oh, so. Alter. Da kommen echt viele mit dran. Alter, wie kommen denn da noch? Das wird dich niederstrecken. Der geht dafür ein bisschen langsam. Muss man mal sagen. Mal schnell Autoverteilung. Gib mal Kalene. So. Das kriegen wir mal hier fertig. Bestätigen. Alter, das sehe ich aber jetzt nicht ein. Ein Schwert greift mich an! Oh, ohne groß zu meckern. Ich knack Erbchen ab. Alter, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Aua, aua, aua. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Au, au, au. Au, Alter. Ich mach ich fertig, Alter. Easy going, wollte ich mal. Kacke. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich konnte kaum glauben, was ich von dort oben gesehen habe. Doch Elb, Zwerg und Mensch vereint im Kampf gegen den Feind. So etwas sieht man nicht oft. Ich wusste, das müsstet ihr sein. Beleram, es ist eine seltsame Fügung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich hätte nicht gedacht, dich hier in den Ettenöden anzutreffen. Ich auch nicht. Es scheint eine seltsame Fügung zu sein, aber eine glückliche, nichtsdestotrotz. So. Uns wurde schon gesagt, dass die Ettenöden gefährlich sind, aber hier wimmelt es ja nur so von Feinden. Ist hier irgendetwas im Gange, das wir wissen sollten? In der Tat. Orks und Trolle der Ettenöden versammeln sich, um Bargrisar zu folgen, einem korrupten Steinriesen. Das üble Volk respektiert seine Stärke, und sie werden ihm folgen, um zu plündern und mehr Böses zu tun. Der Riese muss aufgehalten werden, bevor er diese Armee gegen unsere Freunde und Verbündeten einsetzen kann.
Gandalf der Graue sagte uns, er sei vor einigen Wochen ohne Probleme durch die Ettenöden gereist. Aber seht sie euch jetzt an. Hier sind mehr Feinde als Fliegen auf dem Fell eines Wargen. Dieses Ödland ist immer gefährlich. Eine Brutstätte für Trolle und Orks. Doch selbst hier ist es ungewöhnlich zu sehen, wie sich so viele Feinde ganz offen versammeln. Die Anwesenheit von Bar-Grisar macht ihnen Mut. Sie glauben, dass er sie zu dem Blutvergießen und der Plünderei führen kann, nachdem sie so lechzen. Und das kann auch passieren, wenn der Riese nicht vernichtet wird. Gandalf der Graue sagte uns, er sei verein. Dieses Ödland ist immer Die Anwesenheit von Bar-Grisar macht ihnen Mut. Sie glauben, dass er sie zu dem Blutvergießen und der Plünderei führen kann, nachdem sie so lechzen. Und das kann auch passieren, wenn der Riese nicht vernichtet wird. Du und dein Volk lebt in den Ettenöden? Nein, wir haben unsere Horste auf den hohen Gipfeln des nahegelegenen Nebelgebirges. Wir sind auf der Jagd nach Bar-Grisar in die Ettenöden gekommen. Ist es möglich, dass wir am Ende mehr als einen Riesen gegen uns haben werden? Das glaube ich nicht. Denn wir haben erfahren, dass Bar-Grisar in seinem Volk ein Geächteter ist. Sie haben ihn wegen früherer Verbrechen verstoßen und werden ihm vor unserer Rache keinen Schutz bieten. Ein Feind von euch ist auch unser Feind. Wir schließen uns eurer Jagd nach diesem Riesen an. Eure Hilfe wäre in höchstem Maße willkommen. Gemeinsam könnten wir in der Lage sein, ihn zu schlagen. Mit jeder Stunde, die er lebt, wird sein Gefolge größer. Beeilen wir uns! Jetzt heißt es gegen einen Steinriesen kämpfen? Ach du Kacke. Das kann ja lustig werden. Hier im Backgrenet, die Trefferreihe ist ununterbrochen im Bild. Die Humpen hier. Knickknack, Ernchen ab. Kann ja wohl nicht wahr sein, die sind da lässiger als Scheißhaus fliegen, ganz ehrlich. Kommen schon die nächsten Pfeifen. Ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Easy going, ey. Easy going. Lass mal gucken, wo ich landen muss. Das wäre mal ganz interessant. Einsammeln? Oh, wie viel noch? Oh, wieder so ein dicker. Ja, so ein Dickmann hier. Kann ja wohl nicht warten. Ausrüstung gucken, hier kriegt man ja einiges wieder. Das ist nur für Waldläufer, das geben wir denen auch mal, so. Stärker und hat Stats drauf, den setzen wir mal auf. So. Schultern. 33, das hat 36. Gut, anziehen. So, ist die Amulette hat er nicht. Die Armbrust ist noch Waldläufer, hin damit. Handschuhe sind schlecht. Der Hammer ist schlecht. Und das war's schon. Ist doch der Hammer.
kann man dann alles wieder schön verticken. Finde ich gut. Auch so eine große Feder kann man immer gebrauchen. Ah, eine Goldarme. Goldnuggets. Wieder mal. Gehen wir aus dem Sichtraum. Zeug gekriegt, guck mal lieber noch mal Stein. Und über hier mal rein. Schlechter. Tüchen sind nur Lehrmeister. Die alte, die können ja auch was brauchen. Ich schmeiß davon nicht weg, ich gebe das einfach dann dahin, dann ansonsten sieht man. Füßchen. Sind besser. Aber die Stats da gefallen mir besser. Nee, lass ich. Och komm, jetzt macht er mal nie einen Zimt. Ausplündern. Dann hin. Vergleiche. Als wenn ich's wurscht. Gehen wir mal hinter nochmal zu der Kiste da, weil ich lasse hier, wie gesagt, nichts liegen. Heiltrank. Was kann man immer brauchen. Mal Platz hier. Schrifttolle des Hexenmeister. Noch ein Helm, der ist nur für Waldläufer. Hier. Auch alles wieder mitgenommen. Zwei von sieben, ach du Kacke. Müssten dann aber überall verteilt sein. Wenn die hier nur in den Ätnenöden sind, dann ist es kacke. Hin. Boah, immer, Alter. Sahen ja so scheiße aus. Och, nur auch ein Leutchen. Lass mich doch mal. Kasat! Kasat! Hochhüllen hier drinnen. Oh, Gnadenschuss. Oh, jetzt sieht die Lebensanzeige auch wieder ein bisschen besser aus. Danke, Alte, bis wächst doch sowas gut. Ach, noch eine große Feder. Ja, super. Ah, voll sich die Armbrust. Die werde ich mir aber einteilen. Armbrust muss ich mir komischerweise leider einteilen, weil sonst kann es ein bisschen schief aussehen. Hier, das Zeug lasse ich natürlich wieder mal nicht liegen, da laufe ich lieber zweimal. Hose. Na, halt aus. Ja, der Zwerg braucht eine Weile. Normalerweise in den Geschichten.
Gott. Ach, hab doch alles schlecht. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Macht ihr mal kurz, ich gehe mal kurz. Ist das noch? Ach so, ja. Knick-knack, Erbchen ab. Gegen dieses Licht kannst du nicht bestehen. Das wurde Friendly Fire abgestellt. Ich schütte dir meine eigene dermaßen wie noch Kopf gegeben. Ja, schon wieder. Sind hier genau Hobbys? Hat keine Axt, du hast keine Axt. Ah, noch mehr zum Plündern. Nach einem guten Kampf wurde geplündert. Ah, der Helm sieht auch aus. Lass mal gehen. Kack auf die Stadt. Zauberstab? Zauberschild? Wo steht da Zauberstab? Steht. Den die gebrauchen. Das war's. So, da würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.